Hallo und herzlich willkommen zum letzten Video für die Qualifikation zum Frühlingscup 2020 und es wird nochmal richtig spannend heute, Spieltag 9 und 10, mit folgenden Partien: Zeugen der Zeit gegen Medien und Unterhaltung, Musik und Hits gegen Kinofilme und Im Labor gegen TV-Serien am 9. Spieltag und am 10. Spieltag Kinofilme gegen Im Labor, TV-Serien gegen Zeugen der Zeit und Medien und Unterhaltung gegen Musik und Hits. Es kann tatsächlich noch jede Kategorie sich qualifizieren für den Frühlingscup 2020 und auch noch jede rausfliegen. Also ist noch alles möglich. Seid gespannt. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal rein mit dem 9. Spieltag. Die erste Kategorie für heute ist TV-Serien. Treffen auf Im Labor hier am 9. Spieltag. Genau, das Hinspiel gab es in 2-2 Unentschieden. Mal schauen, wie es jetzt im Rückspiel so läuft. Wer spielte von 1994 bis 2004 die Rolle des Joey in der Serie Friends? Das war Matt LeBlanc, okay. In welchem Jahr war die Erstausstrahlung der Serie Verbotene Liebe? 93, nein, 95. Und welche Schauspielerin glänzte 2013 in mehr als nur einer Rolle in der kanadischen Science-Fiction-Show Orphan Black? Das war Tatjana Maslany. Immerhin dann noch eine Frage richtig bei TV-Serien, aber die Fragen waren mal wieder echt schwierig. Als nächstes machen wir weiter mit Zeugen der Zeit. Die spielen gegen Medien und Unterhaltung. Da war das Hinspiel ebenfalls ein 2-2 Unentschieden. Florence Nightingale gilt als Begründerin der modernen westlichen Krankenpflege. In welchem Jahrhundert wirkte sie hauptsächlich? 18. Nein, es war am 19. Auch wieder hier knapp daneben. Wie hieß der erste und zugleich letzte demokratisch gewählte Ministerpräsident der DDR aus dem Jahr 1990? Keine Ahnung. Wer liegt im Invalidendom begraben? Napoleon Bonaparte, und das stimmt. Und auch hier immerhin noch eine Frage richtig. Jetzt haben wir also Kinofilme am Start. Die spielen gegen Musik und Hits an diesem 9. Spieltag. Und da haben die Kinofilme tatsächlich das Hinspiel gewonnen mit 2-1. Mal schauen, wie es jetzt läuft. In welchem Jahr erschien der erste Schreckfilm? 2007. Nein, 2001 tatsächlich. In meinem Geburtsjahr tatsächlich. Welcher Schauspieler verkörperte Detective Hercule Poirot im Film Tod auf dem Nil? Okay, muss ich raten. Und wer überlebt im Film Der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber? Der Koch und der Dieb, nein. Der Koch und die Frau tatsächlich, somit Kinofilme. Ne, null. Das erste Spiel am 9. Spieler können wir somit abschließen mit Medien und Unterhaltung. Eine richtige Antwort brauchen Sie für einen Punkt. In welchem Jahr starb Amy Winehouse? Das war tatsächlich 2011, noch gar nicht so lange her. Wie heißt die berühmte Sängerin, die mit dem ebenso berühmten Rapper Jay-Z verheiratet ist? Das ist Beyoncé natürlich. Und was ist keine Internet-Suchmaschine? Müsste Bling sein, und das ist richtig. Und somit wird es schwierig für Zeugen der Zeit, sich noch zu qualifizieren, weil sie gegen Medienunterhaltung mit 2-1 verlieren. Auch das Duell Musik und Hits gegen Kinofilme wird jetzt abgeschlossen. Musik und Hits braucht nur eine Frage richtig zu haben und dann sind die 3 Punkte schon mal sicher. Und die wären auch ganz wichtig im Hinblick auf den Frühlingscup 2020. Der Wald startet. Welcher Musiker erhielt zwischen 1997 und 2001 5-mal den Echo? Das war Wolfgang Petri, okay. Mit welchem Hit landete die Band Kraftwerk, ein Nummer 1 Hit in England? Das Auto, nein, das Model tatsächlich. Und wen besang die Gruppe Daxaus im Jahr 2010 in ihrem Chart-Hit? Das war Barbara Streisand, und somit gewinnt Musik und Hits mit 1-0 gegen Kinofilme und macht einen wichtigen Schritt in Richtung Frühlingscup. Mit Im Labor schließen wir somit den 9. Spieltag ab. In welchem Jahr erhielt Albert Einstein den Nobelpreis für
Physik. Das war 1921 tatsächlich. Was geht bei der Überschreitung von 32 Grad Fahrenheit in den flüssigen Aggregatzustand über? Quecksilber, nein, Wasser tatsächlich, okay. Ah, stimmt, Fahrenheit, ich war wieder auf Grad Celsius. Die Versuche von welchem der folgenden Physiker waren ausschlaggebend für die Entdeckung der Kernspaltung? Das war Enrico Fermi tatsächlich und somit gewinnt die TV-Sendung tatsächlich mit 1:0 gegen im Labor und somit kämpfen tatsächlich vier Mannschaften um drei Plätze. Was ist das? Um drei Plätze. Aber warum sage ich jetzt Mannschaft? Natürlich vier Kategorien. Zwei Kategorien haben keine Chance mehr, also eine hat keine Chance mehr. Die andere nur noch eine rein theoretische. Für Zeugen der Zeit geht es jetzt eigentlich bloß noch um Platz 5. Die haben keine Chance mehr auf Zweiterkommen tatsächlich. Auch nicht mehr auf Platz 4 haben sie eine Chance. Elisabeth, die erste von England, war die Tochter von Heinrich dem 7. Und welche diese Damen, kann ich nur raten. In welchem heutigen Land oder welcher Republik kam es zur Schlacht auf dem Amselfeld, bei der 1389 das Serbische gegen das Osmanische herkämpfte? Das ist der Kosovo und das ist nochmal richtig. Aus welchem Land kam Edmund Hillary, der zusammen mit dem Sherpa Tenzing Norgay 1953 als erstes den Mount Everest bestieg? Was sind das für Fragen? Ich gehe mal auf Kanada und es war Neuseeland, also wieder mal eine Frage richtig bei Zeugen der Zeit. Und gleich auch der passende Gegner, nämlich die TV-Serien treten an gegen Zeugen der Zeit. Ja, TV-Serien, mit einem Sieg sind sie sicher dabei. Mit einem Unentschieden müsste man rechnen und mit einer Niederlage müsste man auch rechnen. Bleibt auf jeden Fall spannend. Wie ging das Hinspiel aus? Müsste ich nochmal kurz nachschauen. Es ging 2:2 unentschieden aus. Wer ist die meiste Zeit in How I Met Your Mother ein Paar? Lily und Marshall, okay. Wie heißt seine Rolle in der Sitcom Die wilden 70er? Eric Foreman, okay. Welche Farbe haben die Augen des Dämons, den Sam und Dean in den ersten beiden Staffeln der Serie Supernatural jagen? Gelb, und das ist richtig. Somit gibt es ein 1:1 Unentschieden. Jetzt haben wir also die Kinofilme gegen im Labor. Ja, da kann auch noch einiges passieren in diesem Duell. Wie heißt der nette Hauself, der Harry Potter mehrfach behilflich ist? Das ist doch Dobby. Das stimmt auch. Wie heißen diese Figuren? Das sind Minions, also einfache Fragen jetzt. Und welcher deutsche Schauspieler spielte einen Arzt im preisgekrönten Film Das Leben ist schön? 1997. Heidi Krüger vielleicht? Nein, es war Horst Buchholz, aber zwei richtige bei Kinofilmen ist schon mal ganz gut. Weiter geht es mit Medien und Unterhaltung. Die sind auch noch mittendrin um den Kampf für die drei freien Plätze. Auf welchem TV-Sender wurde die Comedy-Serie 7 Tage, 7 Köpfe ausgestrahlt? Sat.1 war es nicht, das war RTL. Wie heißt dieser Journalist und Sportmoderator? Das ist Michael Steinbrecher. Okay, ich kenne den nicht. Rudi Serne, weiß ich, wie er aussieht, aber die anderen musste ich raten. Welche Talkshow wird 2019 immer noch ausgestrahlt? Das ist die Talkshow Anne Will, weil die Frage hatte ich letztens schon, deshalb eine Frage richtig. Mal schauen, ob das am Ende reicht. Wir haben jetzt also noch das Finale. Wir haben jetzt im Labor, werden wir jetzt spielen, gegen Kinofilme und dann noch Musik und Hits, die spielen gegen Medien und Unterhaltung. Und beide können theoretisch noch weiterkommen, aber auch noch rausfliegen. Also, es bleibt definitiv spannend. Was beschreiben die Keplerschen Gesetze? Bewegung der Planeten wäre richtig gewesen, aber nicht von Atomen. Wie viele Schweden erhielten bislang den Nobelpreis für Physik? 2. Nein, es waren 4. Und nach wem ist die Einheit der magnetischen Flussdichte benannt? Nikola Tesla tatsächlich. Und somit, ja, wieder nichts bei im Labor, wie auch schon am 9. Spieltag. Ich weiß nicht, ob das reicht.
Jetzt haben wir also noch Musik und Hits und es liegt ziemlich viel dran, wie viel richtige ich bei Musik und Hits habe, aber ihr seht es dann sowieso noch gleich in der Tabelle. Mit welchem Song landeten die Ärzte 2007 einen Hit? Junge natürlich, den Song kennt, denke ich, auch jeder. Welche der folgenden Songs ist nicht auf dem Best-of-Album Curtain Call des Rappers Eminem enthalten? Yellow Brick Road, und das ist sogar richtig. Und die kanadische Sängerin Feist ist auch Teil einer Indie-Rock-Band. Wie heißt diese? Arcade Fire, nein, Broken Social Scene. Und somit gewinnt Musik und Hits knapp mit 2-1 gegen Medien und Unterhaltung. Die Qualifikation für den Frühlingscup 2020 ist abgeschlossen. Und ihr seht jetzt, welche Kategorien sich qualifiziert haben. Musik und Hits auf Platz 1 gelandet mit 16 Punkten. 14 Fragen hatte ich dort richtig beantwortet. So viele wie bei keiner anderen Kategorie in dieser Qualifikation. Dann auf Platz 2, die TV-Serien sind tatsächlich zum ersten Mal in einem Quizduell Cup dabei, war die einzige Kategorie, die nicht dabei war beim Wintercup 2019 noch. Jetzt sind sie aber dabei, haben sich qualifiziert, ebenfalls 16 Punkte, 12 Fragen waren da richtig. Und im Labor knapp noch reingehutscht auf Platz 3 mit 14 Punkten. Und einem negativen, ja, Verhältnis auf jeden Fall. Genau, und ihr seht schon, Medienunterhaltung ist nicht dabei, genauso wie Kinofilme und Zeugen der Zeit. Ja, bei Medienunterhaltung hat bisschen was gefehlt auf jeden Fall. Ihr seht hier auch schon eine Frage weniger als im Labor richtig beantwortet und das hat ihn die Teilnahme gekostet. Kinofilme auch nicht dabei mit 13 Punkten. Ist es einfach zu wenig? Zwar eine ausgeglichene Bilanz, aber mit 10 richtigen Antworten von 30 Fragen ist es dann doch, ja, nicht genügend. Und auch Zeugen der Zeit schafft es nicht mit 10 Punkten rein in den Frühlingscup. Und somit würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal bei der Auslosung wieder. Die gibt es nämlich nächste Woche. Genau, und da stelle ich euch natürlich dann auch die Lostöpfe im Einzelnen vor. Also, es war's dann mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.